Hi, mein Name ist Peter Kaufmann und heute geht es um das Thema: Brauche ich eine Lüftungsanlage in meinem Neubau oder in meiner Sanierung? Meine definitive Aussage ist ja. Es gibt zum einen eine Norm, die DIN 1946 Teil 6, und die schreibt eigentlich eindeutig vor, dass, wenn man ein Haus saniert oder neu baut, muss man ein Lüftungskonzept erstellen als der Architekt oder das Bauunternehmen. Und nach dieser Norm. Und nach dieser Norm ist es so, dass man entweder alle 2 Stunden Stoßlüften muss, auch nachts, oder eine raumlufttechnische Anlage braucht. Und eigentlich hat jedes Auto heutzutage eine Lüftungsanlage. Beim Auto fragt man sich überhaupt nicht, brauche ich eine Lüftungsanlage, ja oder nein. Weil ihr müsst mal probieren, bei euch im Auto im Sommer ohne Lüftungsanlage zu fahren. Boah, da ist eine schlechte Luft da drin, man fängt schwitzen an, weil das ist unausstehlich. Oder im Winter ohne Lüftungsanlage fahren, da laufen die Scheiben an. Ein Auto ist eigentlich hat eine sehr, sehr schlechte Gebäudehülle und kann gar nicht ohne Lüftungsanlage funktionieren. Häuser wiederum können ohne Lüftungsanlage funktionieren, aber aufgrund der Energieeffizienz und den Vorteilen einer Lüftungsanlage empfehle ich euch, wirklich eine Lüftungsanlage einzubauen. Mit einer Lüftungsanlage habt ihr ständig frische, sauerstoffreiche Luft. Das ist sehr wichtig beim Schlafen oder wenn Gäste da sind, einfach für den Komfort. Hierzu gibt es auch ein extra Video, warum brauche ich sauerstoffreiche Luft. Aber zum anderen ist auch eine Lüftungsanlage sehr wichtig, was die Energieeffizienz angeht. Vor allem, wenn man geduscht hat, reißt man das Fenster auf, man lässt die ganze Wärme raus und das ist Energieverschwendung. Mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann man die komplette Energie wieder nutzen. Oder beim Kochen wird Energie, Wärme freigegeben. Da ist auch so, dass die Lüftungsanlage dafür sorgt, dass nicht der komplette Geruch beim Kochen durch das ganze Haus geht, sondern rausgeht. Und die Energie aber trotzdem zurückgewonnen werden kann. Also ich kann euch sagen, eine Lüftungsanlage hat wirklich sehr, sehr, sehr viele Vorteile, was die Energieeffizienz und den Wohnkomfort angeht. Zu achten ist, wenn ihr eine Lüftungsanlage bei euch zum Haus einbaut, dass diese auch wieder zum Reinigen ist, dass der Hausersteller die Lüftungsanlage so macht, dass ihr sie reinigen könnt. Es ist zwar so, dass kaum Verschmutzungen stattfinden, aber wenigstens im Hinterkopf sollte man haben, ich kann meine Lüftungsanlage auch wieder reinigen. Viele Leute haben Angst, dass eine Lüftungsanlage eine Keimschleuder und so ist. Dies ist nicht der Fall. Und vor allem, wenn man es reinigen kann, dann ist man da auf der sicheren Seite. Insgesamt ist es so, dass viel weniger Krankheitserreger und so in der Luft sind, wenn man eine Lüftungsanlage hat. Baut eine Lüftungsanlage ein, lasst euch gut beraten beim Haushersteller, was Lüftungsanlagen angeht. Und ich denke, beziehungsweise ich weiß es aus Erfahrung von Kunden, Kundenumfragen, bei uns ist es so, dass 9 von 10 Kunden vor dem Bau Angst hatten vor Lüftungsanlagen. Und das schreiben die auch so in die Kundenumfrage rein. Aber wenn sie dann eingebaut ist, die Lüftungsanlage, und man fragt, würden sie heute wieder eine Lüftungsanlage einbauen, dann ist es so, dass fast 100% sagen, ja, auf jeden Fall, weil einfach ständig eine frische, sauerstoffreiche Luft in den Wohnräumen ist und die Energieeffizienz einfach perfekt hoch ist. Ja, falls euch das Video gefallen hat und ihr eine Lüftungsanlage einbaut, dann gebt uns ein Like. Abonniert unseren Kanal und wir freuen uns über euer Feedback. Viel Spaß, ciao!